Schon in meiner Kindheit fühlte ich mich anders. Ich war 35 und machte einen DNA-Test. Als das Ancestry-Ergebnis kam, hatte ich über 3000 Treffer. All diese mir unbekannten Namen erschienen und da stand nahe Verwandtschaft. Wir alle passten zum Namen Klein. Dr. Klein war der bekannteste Kinderwunscharzt in Indianapolis. Da wusste ich, dass Klein unser leiblicher Vater war. Und dann passierten auf einmal seltsame Dinge. Ich denke, es war für ihn ein krankes Experiment. Die meisten von uns haben blonde Haare und blaue Augen. Es ist fast so, als wären wir eine perfekte arische Sippe. Es ist widerlich. Wie konnte das jahrzehntelang niemand wissen? Ich musste meinem Mann sagen, wir haben gerade rausgefunden, dass Julie nicht deine Tochter ist. Ich wandte mich an jede Nachrichtenagentur, egal ob groß oder klein. Er war ein Mensch in einer Machtposition. In unserer Gemeinde kennt man ihn als Menschenfreund und Kirchenvorstand. Und an das Büro des Generalstaatsanwalts. Ich streite nicht ab, dass es ein sexueller Übergriff war. Aber rechtlich gesehen gibt es einfach keine Straftat, der diese spezielle Handlung zuzuordnen ist. Die Mehrheit von uns wohnt innerhalb eines Radius von 40 Kilometern. Ich laufe herum und könnte mit jedem verwandt sein. Ich fürchte mich vor jedem neuen Treffer, der erscheint, aber es kommen einfach immer wieder neue. Man betet. Bitte lass es niemanden sein, den ich kenne. Bitte lass es niemanden sein, mit dem ich mal ausgegangen bin. Er will, dass ich den Mund halte, aber ich werde auf keinen Fall einen Rückzieher machen. Ich werde kämpfen, um all deine Geheimnisse zu enthüllen. Er verbirgt etwas, das noch düsterer ist.